KinoCast. Ja, hallo, ne? Herzlich willkommen zum neuen KinoCast. Hallo, Kate. Hallo. Nicht da? Doch. Okay. Hallo, Chris. Ich habe auch gerade schon schwer geatmet. So. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, Grüße auch von mir. Und falls es heute ein bisschen anders klingt, ich bin da ein bisschen unterwegs auf der anderen Seite der Welt. Und es freut mich, dass es trotzdem geklappt hat hier. Der Chris macht das jetzt möglich mit der Aufzeichnung. Das wird cool. Mal schauen, ob wir nächste Woche müssen wir es dann auch nochmal wahrscheinlich so machen. Mal gucken. Wir haben auf jeden Fall hier im KinoCast ein paar Filme zu besprechen. Ich war ja tatsächlich auch nochmal in der Sneak Preview in Stuttgart. Da kam Das Erwachen der Jägerin. Chris und ich haben den Film gesehen, den neuen mit der Rey aus Star Wars. Und was haben wir noch so im Angebot? Ja, die Kinocharts aus Stuttgart gibt's und die Neustarts natürlich. Und ich habe im Flugzeug einen Film gesehen, schon mal ein bisschen als Einstimmung hier auf die Region. Passt zwar nicht ganz so richtig auf die Region, aber ist ein koreanischer Film. The Child, Chase of Madness. Und dann sehe ich hier, ach, hier, Chris und Kate haben The Creator geschaut. Den gibt's ja, glaube ich, bei Apple TV oder so, ne? Disney? Weiß gar nicht. Disney TV Plus. Disney, genau. Und Disney Plus ohne TV. Ja, also darüber wird zu reden sein. Dann hatte ich mir aufs iPad gezogen gehabt Blue Eye Samurai, nachdem das ja quasi schon durch alle möglichen Podcasts durchging und empfohlen wurde. Aus allen Ecken und Enden habe ich mir das auch mal angeschaut und werde da berichten, die Serie. Und die Kate hat bei True Detective neu reingeschaut, die neue Staffel. Die ist mit Jodie Foster, wenn ich mich recht erinnere. Da habe ich mir auch die Pilotfolge schon mal runtergezogen, die ich aber nicht gucken kann, weil Sky sagt, nö, du bist nicht in Deutschland, du hast das zwar runtergeladen, aber nö, das lassen wir jetzt nicht zu, dass du das guckst. Mal sehen, was die Kate dann sagt, ja. Chris, das Erwachen der Jägerin, Mensch. Hui. Ja, das Erwachen Originaltitel, der Jägerin. Originaltitel war ja irgendwie die Tochter des Moorkings oder so. The Marsh King's Daughter. The Marsh King's Daughter, ja. Das ist der Film, wo ich mich geweigert habe, den deutschen Titel zu nennen, weil er einfach idiotisch ist, aber egal. Ja, das Erwachen der Jägerin auf Deutsch mit Daisy Ridley in der Hauptrolle und Ben Mendelsohn. Und ich war, nachdem wir den Film gesehen haben, haben wir ja die Beschreibung durchgelesen, Erik, und ich war ein wenig entsetzt und ich glaube, du auch, weil es passt ja von und hinten nicht, was da irgendwie als Beschreibung steht. Wir lernen nämlich relativ schon zu Beginn Helena kennen, die von Daisy Ridley gespielt wird. Und ich komme ja mal ein bisschen später rein, weil ich ja noch kurz mir noch was zu trinken wollen nach der Moderation und alles. Und dann sagte der Erik, ja, Daisy Ridley lag in einer Pfütze. Und ich musste schon so, okay, lag in einer Pfütze, wie sich im späteren Verlauf. Ja, das war jetzt Verlauf nicht eindeutig Films, erkennbar. Wie sich im weiteren Verlauf des Films herausstellte, war diese Pfütze ein Fluss? Na, nicht die Mitte vom Fluss. Es war quasi am Rand, wo der Fluss sehr flach ist. Ja, und aus der Einstellung am Anfang konnte man meinen, es wäre eine Pfütze, ein Gewässer. Ja, aber dann erkennt man wieder hier, in welchen Gefilden sich Erik sonst so aufhält. Das Mittelmeer ist auch nur eine Pfütze. Und dann gibt es so einen Schwenk in die Vergangenheit von der jungen Helena, wie sie eben von ihrem Vater da im Wald aufgezogen wird. Und man denkt sich so, okay, in was für einer Welt leben die? In welcher Zeit spielt das? In so einer Holzhütte? Und man geht jagen und dann kriegt sie, wenn sie Sachen geschafft hat, kriegt sie Tattoos dafür. Wenn sie Sachen nicht geschafft hat, kriegt sie auch als Erinnerung ein Tattoo daran, dass es nicht funktioniert hat. Und das ist, ja, so ein bisschen. Man fragt sich so, okay, das ist so ein bisschen strange alles. Die Mutter ist so ein bisschen komisch auch drauf, wo man auch so denkt, so, ja, wie alt ist Helena da? Ist die 10? Ja, wird so irgendwie schon so in der Dreh gewesen sein. Ja, um den Dreh hätte ich es jetzt gesagt, hätte ich so eingeschätzt. Und ja, sie lernt halt alles, wie man sich in der Wildnis durchschlägt und wie man Fährten liest und was man beachten muss und blablabla. Also der Vater trimmt sie da für das absolute Überleben im Wald, im Moorgebiet. Und es kommt dann zu einer
Begegnung in der Wildnis, dass plötzlich einer mit einem Quad vorfährt. Und der sagt, oh, ich habe mich verfahren, und sie rafft überhaupt so gar nicht, was da los ist. Und ja, dann flippt halt die Mutter erstmal aus, weil der Vater ist gerade auf Jagd ohne sie und fängt dann an mit, oh mein Gott, du musst uns retten, und los, fahr los. Und lange Rede, kurzer Sinn, sie entkommen der ganzen Situation. Und das ist schon das, wo ich gedacht habe, so von der Beschreibung her passt es nämlich überhaupt gar nicht, was da teilweise steht, weil sie war, als die Mutter entführt wurde, war sie nicht im Teenageralter. Also das ergibt sich dann tatsächlich, dass dann sie in die Stadt flüchten können, dort von der Polizei aufgenommen werden, dort von der Polizei auch alles aufgenommen wird, beschützt werden, sie natürlich voll am Durchdrehen ist und eigentlich zu ihrem Vater will, weil sie rafft es überhaupt gar nicht, was da los ist, und die können dann tatsächlich ihren Vater auch gefangen nehmen. Und wusstest du, dass sie entführt wurde aus irgendeiner Beschreibung? Hier steht nämlich, ihr entfremdeter Vater ist der berüchtigte Marsh. Ja, ich weiß, der Mann, der sie steht überall. Jahrelang in der Wildnis gefangen hielt. Als ihre Mutter entführt wurde, war sie noch im Teenageralter, und das stimmt halt irgendwie nicht. Ja, ich weiß, ich habe es hinterher jetzt auch gelesen, da fand ich schon einen ganz schönen Spoiler, weil ich wusste es nicht, und als ich den Film gesehen habe, habe ich auch so gedacht, what, wo es dann rauskam. Okay, wir haben es natürlich jetzt für unsere Hörer ein bisschen gespoilert, aber es scheint überall zu stehen. Es steht überall. Hier steht es auch gerade, was ich vor mir habe, ja. Steht es im ersten Satz. Ja, Daisy Ridley kam einst in Gefangenschaft zur Welt. Genau. Ja, ja, eben, deswegen habe ich mich auch entschlossen, diesen Weg einzuschlagen. Ja, ja. Und ja, ihr Vater wird auf jeden Fall festgenommen, und ungefähr 20 Jahre später kann er sich befreien. Und dann beginnt eben der Film eigentlich erst so richtig, wie ich finde. Bis dahin ist eher so ein bisschen dieses Psycho-Ding mit, man weiß nicht, was sie da erlebt hat. Hat sie das, wie nachhaltig hat sie das verstört? Sie verdeckt ihre Tattoos, so gut es geht. Hat eine eigene Familie gegründet und. Und was will jetzt ihr Vater von ihr? Ihre Mutter hat sich umgebracht. Es ist alles ein wenig verworren. Es ist alles so ein wenig strange. Und es führt halt dazu, dass der Vater im Sumpfgebiet untertaucht, deswegen auch der Originaltitel, wie war es nochmal? The Marsh King's Daughter. Und ja, sie macht sich dann eben auf die Suche nach ihrem Vater. Um mit ihrer Vergangenheit auch abzuschließen. War das jetzt möglichst spoilerfrei beendet, ja? Ja, es sind noch so ein paar Horrorelemente, glaube ich, drin, weil als der entkommen ist, der Vater, als der geflohen ist bei diesem Gefangenentransport, dann heißt es erstmal, dass der tot ist, aber sie sieht trotzdem überall noch irgendwie Zeichen, dass er vielleicht doch noch lebt und so, auch bei sich zu Hause, und sie hat da so übelste Paranoia, und ja, da sind dann so ein paar Schockszenen auch mit dabei und so. Und wobei das jetzt lustig ist, weil den Teil habe ich jetzt absichtlich weggelassen, um nicht zu viel zu spoilern. Ja, ich finde der Film, also ich meine, die eine Sache war mir neu, also dass die entführt worden war, das war mir neu, wo dann die Mutter plötzlich so, holen Sie uns hier raus, da bei dem Quad und so. Aber wenn man das natürlich schon vorher gesehen hat durch einen Trailer, ich meine, wer jetzt normal ins Kino geht, der wird vielleicht schon irgendwie in den Trailer gucken oder sich was drüber lesen, worum es da geht, bevor er sich entscheidet, da so viel Geld für eine Kinokarte auszugeben. Und er oder sie wird es dann ohne Zweifel natürlich lesen, worum es geht. Deswegen betrifft ja nur uns in der Sneak Preview, dass wir da überrascht werden. Und das fand ich halt schon ein bisschen überraschend, aber ansonsten war es, da war irgendwie zu wenig Fleisch an den Knochen hier bei dem Film. Da war wirklich wenig Spannung drin und teilweise auch so dämlich, wie sie sich anstellt. Also dafür, dass sie wirklich so ausgebildet wurde und dass sie selber eigentlich auch so gut ist, hat sie sich so dämlich angestellt bei allem. Ja, aber das geht ja in beide Richtungen tatsächlich. Also deswegen alle. So. Ja, durchgängig alle. Also auch ihr Mann und alles. Also das war, oder auch dann der Freund der Familie, sozusagen dann der Stiefvater, der auch noch auftritt. Es haben sich alle so ein bisschen doof angestellt, wo du denkst so, ich bin ja jetzt kein Wildnisexperte, aber.
Ja, also. Ja, gerade wenn sie da Befürchtungen hat, was da alles so passieren kann. Und ich meine, sie ist auch an Waffen ausgebildet worden bei ihrem Vater. Und dann geht sie in die Wildnis und das Einzige, was sie mitnimmt, ist so ein kleines Pilzmesser. Ne? Oder nein, kein kleines Pilzmesser, aber schon. Ja, ich meine, da muss man sich schon mal ein bisschen ausrüsten, dementsprechend, was einen da erwarten könnte. Und das durch auch Klamotten und Schuhwerk und sonst was alles, ne, hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet, wenn sie dann sich dahin begibt und erwartet, dass da vielleicht eventuell, dass es da zu einer Konfrontation kommt. Und ja, ach nee, das war irgendwie, ging ja auch relativ lange, ne? War es irgendwie fast 2 Stunden, kann das sein? Ja, fast 2, also ging nicht 108 Minuten oder sowas, glaube ich. Ja, fühlte sich länger an. Eine Stunde 49, guck mal, ich war gut im Zeitraum mit 109 Minuten. Ja, aber ich habe dich, glaube ich, irgendwann nach einer Stunde habe ich dich gefragt, wann fängt denn der Film jetzt an? Weil es war so ewiges Vorgeplänkel, ewiges Vorspiel, bis dann mal so ein bisschen was reinkam. Es wurden halt irgendwie, mir wurde das Bild der jungen Helena viel, viel, viel zu lang gezeichnet. Das hätte mir auch schon Viertelstunde, 20 Minuten weniger getaugt und ich hätte gewusst, was da Sache ist. Da haben sie sich sehr, sehr viel Fokus drauf gelegt, wahrscheinlich, weil sie irgendwie mit dem Kind noch im Wald hier Abenteuer erleben wollten, ich weiß es nicht genau. Fand ich eher, ja, schade, dass dann hinten raus, ja, die paar Elemente, ich meine, wir sind in den USA, eine riesen Glasfront im Wohnzimmer mit Blick auf Wald, ohne Vorhänge, ohne alles. Und ja, Daisy Ridley macht natürlich bei der Dunkelheit erstmal innen drin das Licht an, um rauszugucken. So, hä? Und oh ja, Moment, ich schließe mal ganz kurz diese Tür ab. Also mit so einem kleinen Schnäpperle. Man kennt ja diese Türen in den USA. Also es ist komplett bescheuert einfach. Also huscht es einmal gegen die Scheibe, fliegt eh die Scheibe ein. Wenn man da rein wollte, hätte man reingekommen. Ohne Probleme. Ja, vieles, wo man denkt so, okay, weiß ich nicht. Ja, du sagst das. Du sagst das. Es war halt so viel komische Aktionen dann, wo sie dann, was weiß ich, da habe ich mich ja auch so gewundert, wo sie dann in den Wald fährt. Auf einmal ist er da, ja, er ist geflohener Sträfling, er hat kein Auto und nix und ist auf einmal, hat diese Distanz auf einmal irgendwie überwunden, ja, weil er ist dann quasi noch fast vor ihr da. Ja, und er findet sie ja auch relativ schnell. Ja, ja. Ich meine, sie hat ja den, gut, den, sie wissen ja, wo das Haus war, ja. Nein, das meinst du, ja, schon. Ja. Also sie hat ja den vierten, fünften Namen schon, was weiß ich, war es komplett untergetaucht. Trotzdem findet man sie so schnell. Also. Ach, da waren sehr viele Kopfschüttelszenen leider drin in dem Film. Der hätte gut werden können. Das, was du noch meintest mit dem, dass sie so lange das Kind gezeigt haben, das fand ich halt irgendwie dahingehend noch ganz interessant, dass sie die Spannung noch ein bisschen aufbauen wollten, bis dann bekannt wird, dass sie entführt wurde. Weil das war ja dann so dieser erste so, what? Also für mich jetzt, wenn man das nicht gelesen hat. Aber wenn man das natürlich vorher schon gelesen hat, denkt man sich, oh Gott, wann geht's hier endlich voran? Ja, und dann, nachdem das dann bekannt wird, dann hat so ein bisschen Fahrt aufgenommen, weil sie dann so Polizei und dann kommt so ein bisschen raus, was da so alles passiert ist und ja, aber dann ist wieder so sehr die Luft raus, weil dann sehen wir sie mit ihrer Familie und bis dann mal das mit dem Vater, bis der dann ausbricht und so, das dauert alles auch wieder so viel zu lange. Dann geht es halt darum, dass sie eben das Geheimnis vor ihrem Mann verborgen hat über die Jahre, weil sie dachte, er kann sie nicht lieben, wenn er erfährt, dass sie die Tochter desjenigen, und das schien ja rumzugehen damals in der Presse. Ach nee, das war mir alles irgendwie nix so richtig. Nee, schade eigentlich, ne, weil die Besetzung macht eigentlich einen guten und der Regisseur, das ist ja der Niall Burger, der hat ja zum Beispiel auch Ohne Limit gemacht mit hier dem aus Hangover hier, wie hieß er, wo der diese Tablette genommen hat und dann hier seine Lichter im Gehirn alle angegangen und ihr wisst, was ich meine, ne? Ja. Mit Zack Galifrakis? Nee, der nicht aus Hangover, der andere. Naja, aber ja. Nee, das war, aber ist zumindest mal keiner rausgegangen in der Sneak, oder? Alle halbwegs drin. Ich habe jetzt niemanden rausgehen sehen, also Bradley Cooper, genau. Den hatte ich im Kopf und habe den falschen Namen gesagt, bevor ich Ausschmecken kriegen. Ja. Bradley Cooper, genau. Ich habe jetzt niemanden rausgehen sehen, aber es war auch eher so, okay.
Klar, was man dem Film vielleicht noch wirklich zugute halten kann, ist dieses, er probiert es, so ein bisschen diesen Spannungsbogen zu halten mit was ist wahr, was bildet sie sich ein, was ist Wirklichkeit, was ist bei ihrem Kopf und so. Und das fand ich schon ganz cool eigentlich gemacht, weil wenn du es nicht so genau, dir nicht so sicher warst, wie und was, auch mit den Indizien, wenn du es relativ, ich sag's mal, unbefangen oder unbeschwert angehst, die ganze Sache. Aber ansonsten, ja, ich weiß nicht. Das ist, denke ich, tatsächlich viel verschwendetes Potenzial, viel, viel Sachen liegen lassen, wo man vielleicht hätte besser machen können. Auf jeden Fall. Ja. Schade. Schade eigentlich, obwohl ich jetzt den Titel an sich, jetzt nachdem ich den Film gesehen habe, fand ich den ja gar nicht so schlecht gewählt an sich, weil ich glaube nicht, dass in Deutschland der Film gut ankommen würde mit dem Titel Die Tochter des Sumpfkönigs oder so. Ich glaube da, ich weiß nicht, ob es da jemand ins Kino reinziehen würde, aber das Erwachen der Jägerin und sie auf dem Poster, sie auf dem Poster mit dem Gewehr und so, das macht schon, glaube ich, eher einen ganz guten Eindruck. Ja. Was soll ich sagen? Ja. Aber das war's dann leider auch schon. Also vielleicht lockt das ein paar Kinozuschauer rein. Ja. Kate, willst du den mal nachholen irgendwie im Streaming? Oder? Ja, wenn er dann im Heimkino verfügbar ist, werde ich mir, denke ich, schon angucken. Da gibt es wohl ein Buch oder was, weil du das gesagt hast mit dem Originaltitel? Oder du kennst, nee, ich will einfach nur den deutschen Titel kacke. Das Erwachen der Jägerin. Ja. Er macht sogar in dem ganzen Film, in dem Universum des Films, macht das sogar Sinn. Ja, weil sie ja dann Daisy am Anfang. Ridley und das Erwachen der Macht, der Kriegerin, Entschuldigung. Jägerin. Ach so, deswegen meinst du das Erwachen der Macht. Ah, deswegen. Ja, ich habe eine ganz arg wichtige Frage allerdings noch an diesen Film. Mich würde interessieren, wo die ihre Schuhe gekauft haben. Ah, dann nochmal ins Wasser. Und Hosen. Waren auch also Wasser, die waren ständig irgendwie im Wasser unterwegs und Junge, ich würde ja durchdrehen, wenn ich die ganze Zeit mit nassen Socken und sowas rumlaufen müsste. Ich würde richtig grätig werden. Die marschieren da rum so, la-di-da-di-da. Oh, guck mal, schnell trocknende Schuhe, Hosen und Socken. So, okay. Kann man so machen, aber ist halt kacke. Okay. Ja, hier regnet es ja auch manchmal dolle, haben mir die Kollegen gesagt, die haben dann immer Flipflops im Rucksack. Wenn es hier dolle regnet, ziehen die sich die Strümpfe und Schuhe aus, packen die in den Rucksack und ziehen die Flipflops an, weil dann teilweise das Wasser richtig steht und so. Na gut, aber das, na, mal gucken. Ja. Ja. Gut, was geben wir denn Punkte? Das Erwachen der Daisy Ridley. Ich gebe, in unserer Gruppe habe ich 5 Punkte gegeben, da habe ich abgerundet. Hier bei uns gebe ich 5,5. Ja, guck mal, das ist, wenn man sich räuspern muss und kurz mutet, so. Dann erzählt man was und dann vergisst man das hier zurück zu entmuten. Ich gebe 5 Punkte, genau die Mitte, weil es ist halt ein mittelmäßiger Film. Verschenktes Potenzial, hat vielleicht ein paar gute Szenen, mehr Facepalm, deswegen ja. Hätte mich nicht ins Kino gelockt, mit dem Wissen auf jeden Fall. Okay, ja, naja, mal schauen, was und euch dann, nee, nicht uns, jetzt hätte ich beinahe uns gesagt, was dich dann und die anderen Sneak-Gänger in die Innenstadtkinos Stuttgart morgen in der Sneak-Preview in Stuttgart erwartet. Wie lauten denn da Hinweis und Tipps? Morgen haben wir die Sneak 1200, eine wunderbare runde Zahl. Und der Tipp der Kinoleitung war, wer hätte das gedacht? Fragezeichen. Und getippt wurde einmal von Martin, A Great Place to Call Home. Sieht irgendwie seltsam aus. Auf dem Bild zu dem Film ist ein Alien. Schauen wir mal. Und der Erik tippt auf, ja, wie spricht man das jetzt aus? Argyle? Was hast du da getippt? Ich weiß nicht, Argyle oder Argyle, ja. Okay. Ja. Das war arg geil. Das ist ja irgendwie von dem Macher von Kingsman, glaube ich. Ne? Ja. Und da geht es irgendwie darum, dass da irgendwie so eine Buchautorin oder irgendwas von irgendwelchen Agentengeschichten dann plötzlich in das reale Ding reingezogen wird. Wenn ich mich da richte. Könnte passen auf den Tipp und so. Wäre natürlich cool für so eine Jubiläums-Sneak 1200, ne?
Vielleicht. Ja. Vielleicht aber auch nicht. Ja. Okay, jetzt gibt es übrigens keine Trenner. Ne? Normalerweise habt ihr ja immer Trenner und die Kate hat sich angeboten, die zu singen. Weiß nicht. Kinocharts und Neustarts eventuell. Jetzt kommen die Kinocharts und Neustarts. So nehme ich. Ich bitte auch, das Klicken meiner Maus zu entschuldigen hier, falls das hörbar ist hier. Das ist ein Steintisch hier und das schallt sehr stark. Klickst du auf den Tisch rum, oder? Nee, auf der Maus, aber das ist so eine, ja, das ist meine Arbeitsmaus, so eine olle Plastik-Dell-Maus hier. Die, naja, also Platz 5 in den Stuttgarter Innenstadtkinos ist Raus aus dem Teich. Genau, jetzt haben wir endlich mal den deutschen Titel, ne? Ja, nicht mehr, wie ist das, Migration oder so? Ja, Migration. Platz 4 ist Priscilla. Was ist denn Priscilla? Das ist der Film. Presley, oder? Ja, genau, um die. Ja, okay. Platz 3 ist Wonka. Platz Nummer 2, wo ich jedes Mal falsch lese, The Beekeeper. Ich lese jedes Mal The Beerkeeper und denke mir so, oh, Bier. Okay. Oh, Bier. The Beekeeper. Soll übrigens sehr schlecht sein, ist aber überall in Kinocharts ganz vorne dabei. Ja, weil halt also, Jason Statham, ne? Irgendwie, ja, irgendwie gefühlt redet jeder, der drin war, davon, oh Gott, das ist der schlecht, der Film. Aber jeder guckt sie sich erstmal an, um das festzustellen, dass es schlecht ist. Ja, und Platz 1, der neue Miyazaki-Anime-Film Der Junge und der Reiher. Mhm. Stimmt ja auch bei den Oscars mit als bester animierter Film genannt werden, schätze ich mal. Und ja, gucken wir nochmal rüber. Übrigens gibt es da auch ganz lustige Szenen, wenn man am Wochenende feiern ist und einer kommt von der Toilette wieder. Der Junge war gerade reiern. So. Okay. Gott. Bitte nehmen Sie das Mikrofon weg. Jetzt würde ich einen Jingle einspielen, aber okay. Machen wir lieber weiter mit den Neustarts der Woche. Ich glaube, den wollte The Kate sehen, kann das sein? Mean Girls, der Girls Club. Ganz sicher nicht. Nein? Nee. Dieses Art Musical, also... Reboot des Originalfilms, das braucht kein Mensch, sorry. Ein Reboot? Kennst du den Originalfilm? Natürlich, der Originalfilm Mean Girls, klar. Okay, so klar ist... Also mir das nicht. Doch, also ich, den habe ich ungefähr 80.000 Mal gesehen. Ist. Das ist ein Musical-Film ist... Ach so, nee. Also furchtbar schlecht, mittlerweile gealtert, aber damals war der echt geil. Aber ich weiß nicht, warum man aus allem ständig neue Auflagen machen muss. Weil man keine neuen Ideen hat. Ja, und vor allem der Plot ist komplett gleich, die Charaktere sind komplett gleich, die Namen sind alle gleich, es sind nur neue Schauspieler und es ist in die Jetztzeit projiziert. So, Entschuldigung, dumm. Tja, jede Generation hat seine Disney-Filme. Ist das Disney? Nein, ich sag's Musical, nicht. Musical auf jeden Fall, ne? Naja, Was läuft noch an, Chris? Die Chaos-Schwestern und Pinguin Paul. Kinderbuchverfilmung über 4 ungleiche Schwestern und einen entführten Pinguin. Da habe ich schon den Trailer gesehen. Der lief, glaube ich, vor Checker Tobi. Und der sah ganz niedlich aus. Ich meine, es ist halt ein Kinderfilm. Würde ich als Sneak aber komplett feiern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob der in der Sneak läuft. Das ist ja wirklich ein Kinderfilm. Und da haben sie jetzt auch, war irgendwie die Filmpremiere. Und da haben sie die Kinder interviewt, die da mitspielen. Und die haben gesagt, als sie ans Set gekommen sind, dachten sie erst, das wird so ein CGI-Pinguin irgendwas. Nee, das war ein echter. Die hatten einen echten, dressierten Pinguin. Ich habe vom Trailer her auch gedacht, so, ja, schönes CGI, sieht gut aus, ne? Aber die haben einen echten Pinguin am Set gehabt. Finde ich irgendwie witzig, ja. Ja, kann man mal machen. Apropos Checker Tobi, der hat einen bayerischen Filmpreis gewonnen, der Film. Hat auch eine sehr bewegende Dankesrede gehalten. Das hat es bei mir hier reingespült auf Instagram. Und weil der Produzent ist ja im Dezember gestorben von Checker Tobi und der Erfinder von dieser ganzen Checker-Reihe. Und der hat zum Glück den Erfolg von dem neuen Film noch miterlebt. Und der hat sich auch sehr stark mit eingebracht. Die haben ja während der Pandemie diesen letzten Film gedreht, was unheimlich schwierig war. Und ja, für alle, die sich da nicht auskennen, es kommen Oscars, Golden Globes, Bayerischer Filmpreis. Ja, nicht in der Reihenfolge, aber ja, ich glaube bei den Oscars und Golden Globes, die sind ja schon durch, aber bei den Oscars wird auf jeden Fall Checker Tobi nicht nominiert werden, das wage ich jetzt mal zu. Finde ich aber eigentlich ein Skandal. Also. Ja. Aber wer nominiert werden wird, gute Überleitung, The Holdovers, das Drama von Alexander Payne, den wir schon in der Sneak hatten, der Film, da hat ja Paul Giamatti auch schon für die beste Hauptrolle gewonnen und die nette Köchin, wo mir gerade der Name der Schauspielerin nicht einfällt, die hat für die beste Nebenrolle einen Golden Globe gewonnen. Ja,
Also sehr empfehlenswert. Wer gerne solche guten Filme schaut, läuft jetzt am 25.01. im Kino. Geht rein. Es startet dann auch noch Stella, ein Leben. Basierend auf einer wahren Geschichte verkörpert Paula Beer eine junge Jazzsängerin, die von einer Broadway-Karriere träumt, doch als Jüdin in NS-Deutschland untertauchen muss. Ah, den hatten wir ja auch mal getippt, ne, für die Sneak. Kann ich mich erinnern. Okay, jetzt kommt nochmal ein Sneak-Film. Den hatten wir letzte Woche gehabt. Home Sweet Home, wo das Böse wohnt. Deutscher Horrorfilm mit Nilam Farooq als Hochschwangere in der Hauptrolle. Und das Ganze ist ein sogenannter One-Shot, One-Take-Film oder wirkt zumindest so. Ich habe da so zwei Schnitte gesehen im Film. Und da ist was Gruseliges in dem Haus, denn das wohnt da, das Böse. Sagt ja schon der Titel. Dann startet das Erwachen der Jägerin, Bestseller-Verfilmung mit Daisy Ridley, die sich als junge Mutter mit ihrer Vergangenheit konfrontiert sieht, als ihr unberechenbarer Vater aus dem Gefängnis ausbricht. Alles verraten. Alles verraten. Aber klingt interessant, könnte mal reingehen, oder? Ja. Läuft auch noch an Roxy, eine pechschwarze Komödie mit David Striso, in der ein gewöhnlicher Taxifahrer in Gangstergeschäfte verwickelt wird. Ich habe jetzt noch eine deutsche Komödie über eine Berliner Kleinkriminelle, die einen großen Coup plant mit dem schicken Namen The Waterfucker Thing. Okay. Waterfucker. Es läuft auch noch ein animierter Film an, ein Kinderfilm, Animationsfilm Marys magische Reise. Nach einer irischen Buchvorlage über ein 11-jähriges Mädchen und ihre Familiengeschichte. Okay, was weißt du über eine Frage der Würde? Nicht so wahnsinnig viel. Die passionierte Lehrerin Blaga fällt auf einen raffinierten Telefonbetrug herein und bleibt mittellos zurück. Sie kann sich nach dem Verbrechen nicht einmal die Kosten für das Grab ihres kürzlich verstorbenen Mannes leisten. Als sie klar wird, dass sie das Geld nicht wiedersehen wird, erhält sie ein verlockendes, aber gleichzeitig misstrauenerregendes Jobangebot. Einst eine strenge und ehrliche Frau beginnt Blaga langsam all ihre Prinzipien über Bord zu werfen. Klingt ja fast wie ein Teil der Story von The Beekeeper, ne? War das nicht so, dass da irgendwelche, so eine ältere Frau von so einem Scammer betrogen wurde und dann macht Jason Statham, was Jason Statham immer macht, ja. Ich glaube, ja. Makes Jason Statham things. Gut, dann sind wir ja soweit durch jetzt mit den Neustarts und den Charts und dann kommen wir jetzt ins Heimkino. Heimkino. Hey, das klappt ja, das ist super. ich habe ja alles, das weiß Kate nur noch nicht. Das kommt. Das wird dann in Zukunft immer kommen. Ich habe nicht direkt Heimkino, Flugzeugkino würde ich es mal nennen. Ich habe euch ja mal in unserer WhatsApp-Gruppe geschickt. Das ist das Leid, wenn man Kino- und Filmfan ist. Und sitzt dann im Flugzeug und hat schon eine riesen Auswahl an Filmen. Man hat einfach alles schon gesehen. Das ist echt furchtbar gewesen. Ich habe da wirklich gescrollt und gescrollt und gescrollt und gescrollt. Und da, ich habe alles schon gesehen gehabt. Oder es waren Sachen, die wollte ich irgendwie nicht sehen. Und irgendwann habe ich dann einen gefunden, den kannte ich noch nicht. Und den hatte ich deswegen noch nicht gesehen, weil ich ihn auch nicht kannte. Nämlich The Child. Oder Childe schreibt sich das. Also ich dachte immer The Child, das Kind, heißt aber auch The Childe mit E hinten dran. Chase of Madness ist der deutsche Titel. Der koreanische Originaltitel ist Gwigonja, was auch so viel heißt wie der Nachkomme. Und es geht darum, dass ein junger Mann, der ist ein Mischlingskind aus Philippina und koreanischen Vater, aber er wächst bei seiner Mutter auf den Philippinen und der Mutter geht's überhaupt nicht so gut. Die braucht irgendwie eine Operation, die ist schwer krank und weil auch alle überhaupt kein Geld haben. Er geht dann auch immer, macht so illegale Boxkämpfe, wo er so ein bisschen Geld verdient und versucht das dann auch irgendwo mit Wetten auf europäische Fußballergebnisse dann irgendwie ein bisschen zu vervielfachen. Das klappt aber alles nicht. Er verliert immer mehr Geld, als er eigentlich ausgeben könnte. Und er versucht, seinen Vater ausfindig zu machen in Korea, weil er hofft, dass eventuell der Vater mehr Geld hat, dass die irgendwie die Operation oder die Behandlung, die für seine Mutter notwendig ist, dass der das übernehmen könnte. Und als er dann mal einen anderen beauftragt, um seinen Vater ausfindig zu machen, kommt so ein bisschen so ein Bumerang zurück. Da kommt auf einmal ein Notar aus Korea auf ihn zu, ist dann in
auf den Philippinen da bei ihm und sagt dann so, ja, hey, wir haben den ausfindig gemacht, der möchte, dass du nach Korea kommst, ihn besuchst und bezahlen alles, Flugticket und so weiter. Aber schon im Flugzeug, er fliegt irgendwie, das sieht aus wie First Class, also wirklich ganz top, da sitzen nur ganz wenig Leute und ganz top Sitze, kommt plötzlich jemand von hinten zu ihm nach vorne und kaut ihm da so ein bisschen ein Ohr ab und textet ihn zu mit ganz komischen Sachen und er weiß gar nicht so recht, was er davon halten soll und ja, schickt ihn dann erstmal wieder weg. Und dann, als er landet, wird er auch gleich in Empfang genommen von der anderen Familie. Und alles wirkt irgendwie so ein bisschen sehr komisch und er muss dann auch feststellen, dass er doch in eine ziemliche Gangstergeschichte dann reingeraten ist in Korea. Ich will mal nicht zu viel spoilern, deswegen habe ich auch extra nicht gesagt, was der ihm sagt im Flugzeug. Also das Ganze reicht bis in alle möglichen Kreise. Man sieht auch, wie die Gangster in Korea sehr skrupellos vorgehen gegen ihre Feinde und so weiter. Und in dieses ganze Schussfeld gerät er dann noch mit rein, welche Verbindungen er da noch rein hat und was er da für eine Aufgabe hat, eventuell, warum sie ihn dahin geholt haben nach Korea, das will ich jetzt mal nicht verraten, aber das ist halt so ein typisch, würde ich mal sagen, so ein typisch koreanischer Film, wo irgendwie so ganz viele Verschwörungen mit drin sind, ganz viele Verstrickungen. Es ist sehr viel Action drin, sehr viele Shootouts, die auch sehr blutig sind. Der Film ist auch irgendwie ab 18 freigegeben. Und da geht es schon richtig ab. Sehr viel Verrat und Betrug und Verschwörung und sonst was alles. Und ich fand den eigentlich ganz gelungen. Also für so einen Actionfilm, den man sich da im Flugzeug mal angucken kann, fand ich den ganz gelungen. Ich gebe da mal, lass mich überlegen, ich gebe mal 6,5 Punkte. Vielleicht reizt er euch ja mal. Ich habe mal bei Wer streamt es geguckt. Man kann den aktuell in Deutschland nur kaufen für irgendwie 2,99 € oder so bei den üblichen Verdächtigen. Wird es aber dann bestimmt bald irgendwo vielleicht mal in einem normalen Streaming-Angebot dann geben. Dann könnt ihr mal gucken. Ihr habt ja auch ein bisschen so ein Faible für so asiatische, koreanische Produktionen. Ja, Ist klingt doch jetzt ganz nicht ganz gut. so vielschichtig wie Parasite oder sowas gewesen, sondern legt eher so ein bisschen Wert auf Action. Ich finde, klingt trotzdem ganz gut. Ja. Geht auch. Genau, und dann hatte ich wenigstens mal einen. Jetzt weiß ich allerdings noch nicht. Jetzt habe ich wirklich was geguckt, was ich noch nicht kannte. Ich muss dann mal auf dem Rückflug. Mein Rückflug ist ja dann im neuen Monat. Vielleicht haben die im Flugzeug dann ein neues Programm, dass ich da noch was finde, was ich noch nicht kenne. Ich bin gespannt. Ansonsten muss mein iPad herhalten. So, dann erzählt mal was zu dem Erschaffer, zum The Creator. Habt ihr alles kapiert? Ich hatte da so meine Probleme. Geld machen. Ja, wir haben, also den The Creator gibt es ja jetzt bei Disney Plus zum Streamen. Du hattest den ja schon vor ein paar Folgen mal vorgestellt. Ich sag noch mal kurz, um was es geht. Ist ein Science-Fiction-Action-Thriller in der Hauptrolle mit John David Washington. Und das spielt in der Zukunft. Also die Welt ist so, hat mit künstlicher Intelligenz angefangen und das Ganze, ja, Aline, das Ganze wird immer größer. Also es gibt immer mehr Roboter, die im Haushalt helfen. Es gibt mittlerweile dann, nach einer Zeit gibt es dann auch Polizei, wird ersetzt durch irgendwelche Roboter und es wird immer realistischer, die kriegen dann richtige Gesichter und also es ist so quasi der Fortschritt geht immer weiter bis zu dem Punkt, wo die Menschheit feststellt, ja, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee gewesen, denn in Los Angeles, glaube ich, geht eine Atombombe hoch, die aufgrund eines Fehlers von einer angeblichen künstlichen Intelligenz hochgegangen ist. Dementsprechend verbietet die westliche Welt künstliche Intelligenz und geht auch gegen die vor, die sich dagegen wehren. In dem Fall die asiatische Region, die arbeiten immer noch mit denen und in dem Fall die Amerikaner möchten den Erschaffer dieser künstlichen Intelligenz dort im asiatischen Bereich finden und quasi eliminieren, damit der nicht noch mehr erschafft und keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da es ist im John David Washington ein Agent der Amerikaner und der schleust sich dort ein bisschen ein. Verliebt sich dann auch und hat dann eine Frau und die ist dann auch schwanger und so. Und dann kommt halt raus, dass er eigentlich ein Undercover-Agent ist und bei einer Riesenaktion, um da an den Schöpfer da ranzutreten,
geht halt einiges schief und vermeintlich stirbt seine Frau und er ist quasi wieder auf seiner Mission unterwegs. Er versucht aber immer noch, sie zu finden und es gibt dann wohl eine Geheimwaffe, die sie versuchen müssen zu finden und zu eliminieren. Und das ist jetzt auch kein Spoiler, das kommt schon im Trailer und so. Diese Geheimwaffe ist halt ein KI-Kind. Also das gab es halt vorher noch nie, dass sie quasi ein Kind erschaffen haben, was auch lernt und interagiert und immer mehr Wissen anhäufen kann. Und das kann halt auch, je mehr es lernt, Dinge fernsteuern, also rein mit Gedankenkraft den Computer an und ausmachen oder den Fernseher an und ausmachen. Und es entwickelt sich halt immer weiter und das ist so quasi so eine Waffe, dass das Kind dann irgendwann von überall auf der Welt, egal wo, was an- oder ausschalten kann, was halt extrem gefährlich ist für Waffentechnologie und so. Und er trifft natürlich auf dieses Kind und entwickelt dann eine Art Sympathie dafür, weil es ist halt ein Kind. Er hat kein Problem, irgendwelche Roboter ins Gesicht oder zu schießen, wegzuschießen. Aber das Kind will er nicht erschießen, obwohl es ein Roboter ist. Also das fand ich schon mal ein bisschen unlogisch. Und er glaubt halt, dass dieses Kind ihn dann auch zu seiner Frau führen kann, die anscheinend nicht tot ist, was man aber gedacht hat. Ja, so viel dazu. Also es ist alles ein bisschen weird. Da komme ich jetzt auch schon zu meinem Fazit. Hat mir nicht gefallen. Es war extrem vorhersehbar. Also ich wusste, wo das dann hinführt mit diesem Kind und dieses plötzliche Sympathie dafür entwickeln, für dieses Roboterkind. Ich weiß auch nicht. Das fand ich irgendwie nicht so bombastisch gut. Es hat irgendwie keinen Spaß gemacht, anzugucken. Ich habe mich ehrlich gesagt da ziemlich durchgequält. Ich habe, glaube ich, die letzte Viertelstunde auch nicht gesehen, nicht fertig geguckt. Der Chris hat ihn ganz gesehen, der hat mir dann das Ende gesagt und ich so, ja klar, okay, bin jetzt nicht überrascht, wo dieses Kind herkommt und wer der Creator ist und ach, keine Ahnung, das fand ich alles ein bisschen meh. Ja, das trifft es ganz gut tatsächlich, ich habe ihn ja auch gesehen und ja. Es war wirklich mehr so ein, okay, ich habe manche Sprünge habe ich nicht so ganz gerafft, aber hat mir irgendwie so ein bisschen der Punkt gefehlt, wo ich sage so, ja, ansonsten unglaublich vorhersehbar das alles. Es war eigentlich klar, in welche Richtung es geht. Es war klar, wer welche Position hat, wer welche Rolle einnimmt. Und es waren ein paar coole Sachen dabei. Also ich habe es so empfunden wie so ein bisschen Rogue One, nur ohne Star Wars, so vom Setting her teilweise auch. Und es sind schon coole Ideen dabei, coole Bilder dabei, schöne Aufnahmen, coole CGI. Das ist schon alles das, okay. Das ist gut, richtig. Das darf man nicht falsch verstehen. Das sieht wahnsinnig gut aus. Das ja. ist optisch ein sehr guter Film. Rein optisch. Ich mochte das auch, dass diese Robotermenschen oder diese KI, wo da rumläuft mit diesen Löchern im Kopf, dass man da wirklich auch durchgucken konnte oder dass es auch wirklich so gemacht ist, dass man durchsieht. Das fand ich echt super. Das fand ich cool gemacht, aber boah, also ist halt eine komplett hervorsehbare Story gewesen und ja, auch da wieder viel verschenktes Potenzial. Sagen wir es doch so. Ja, also ja. So langsam bin ich auch bei diesen Gareth Edwards Filmen, der hat ja Regie geführt. Mhm. Ich bin da jetzt ein bisschen, ja, nicht mehr ganz so angetan davon. Also zum einen dieser erste, was ein Durchbruch war, Monsters, den hatten wir, glaube ich, in der Sneak, fand ich todsterbenslangweilig. und dann hat er ja Godzilla gemacht, den ersten, den fand ich ja okay, weil es jetzt Godzilla war und ich hatte auch lange keinen gesehen, aber den muss ich jetzt auch mittlerweile wieder abwerten, nachdem ich jetzt wieder den japanischen Minus One gesehen habe. Der war ja großartig und im Vergleich dazu verliert er einfach. Und ja, Rogue One hat er ja gemacht, deswegen sagst du ja, das sah so ein bisschen aus, ne? Für Rogue One. Der war wiederum sehr gut. Ich kann übrigens empfehlen, ich darf es nicht empfehlen, weil das ist ein bisschen, glaube ich, illegal oder so. Es gibt da so einen speziellen Cut von Rogue One, der nochmal besser ist. Das ist aber so ein Fan-Cut. Also da weiß ich nicht, wo er den herbekommt, aber man kann ja im Internet mal gucken. der macht den nochmal ein ganzes Stück besser. Wenn Disney ein bisschen Arsch in der Hose hätte, würden sie den einfach mit auf die Blu-ray pressen, diesen Fan-Cut, weil der ist echt gut. Was für Blu-rays? Es gibt doch bloß noch leere Hüllen. Ja, aber oder den mit in ihr Portfolio einfach aufnehmen, einfach mal sagen, hey komm, da haben sich die Fans so viel Mühe gegeben und
Ja, egal. Ja, kannst also du nicht Gareth machen, nachher hat er mehr Klicks wie der Originalfilm und dann ist auch scheiße. Das macht doch nichts. Macht doch nichts. Doch, das macht was mit den Leuten. Ja. Naja, also die Creator, man kann sich da jetzt mal anschauen. Da tolle Bilder, ist auf jeden Fall ein Eye Candy, aber storymäßig, puh. Ich weiß auch nicht. Ja. Hat auch bei mir jetzt im Nachbetrachtung, würde ich den wahrscheinlich auch nochmal abwerten, weil er hat wirklich echt verloren, also, wo ihr jetzt davon erzählt habt. Ich glaube, ich hatte 7 gegeben, ja. Hatte Kate mir zumindest in Erinnerung gerufen, aber jetzt, wenn ich so rückblickend, ich kann mich kaum noch an den Film erinnern, wo ihr jetzt was erzählt habt, also das alles sah zwar nett aus, aber storymäßig war mir nicht mehr irgendwas vorhanden. Ja. Deswegen, ich bin bei 6 von 10 Punkten, weil er gut aussah. Das ist die Hauptsache. Aber ansonsten, ja. Okay. Kate, was gibst du? 5 Punkte, einfach nur, weil er hübsch war. Aber ansonsten totsterbenslangweilig. Ja, vielleicht doch wieder Star Wars Filme oder so. Ja, so, vielleicht. Mal schauen. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Serien. Serien! Okay. Ich hab mir das Einzige, was bei mir funktioniert hat. Das wird sich durchsetzen, ich sag's euch. Wenn man unterwegs ist und will offline was schauen, was man sich runtergeladen hat aufs iPad, gibt's auch deutliche Unterschiede, was die Apps angeht. Also manche Apps funktionieren dann einfach, manche funktionieren einfach gar nicht, ja, und lassen einen noch nicht mal das gucken. Also wenn man Flugzeug ist, im Flugmodus, da hat bei mir nur Netflix funktioniert und deswegen habe ich mir dann mal eine Serie angeschaut, die ich mir schon vor längerer Zeit mal runtergeladen hatte. Und das ging ja jetzt auch schon durch einige andere Podcasts. Chris, du hast wahrscheinlich auch irgendwie gehört, ne, bei AA oder so. Blue Eye Samurai, die Serie. Ja. Ja. Und das klang für mich immer so, ja, Anime, mal schauen. Und naja, also, worum geht's denn? Es ist eine Animationsserie. Und spielt in der Zeit der japanischen Edo, des Edo-Zeitalters. Ja. Das ist so 17. Jahrhundert, also 1600 irgendwas. Und wir erfahren dann am Anfang in so einer Texttafel, wird halt so erläutert, dass davor gab es einige Unruhen mit irgendwelchen Europäern, die im Land waren, die halt eben versucht haben, das Land auszubeuten und sowas. Und man hat dann wohl offensichtlich viele Europäer dann einfach rausgeschmissen und das Land hat sich abgeschottet von der Außenwelt, so dass eben diese ganzen Europäer, die nur auf Gewinn aus waren, irgendwie Sachen zu verkaufen, auszubeuten, dass die eben nicht mehr tätig sein dürfen. Und in dieser Zeit, wo sich Japan damals so abgeschottet hat, wird ein Mädchen geboren mit blauen Augen. Und am Anfang ist das in dieser Animationsserie ist nicht ganz klar, dass sie eigentlich ein Mädchen ist, aber es kommt relativ früh raus, weil sie hat auch eine weibliche Synchronstimme. Und weil wir sehen sie dann auch, wenn sie erwachsen ist, und das wird dann so als Rückblenden auch erzählt. Und sie verhüllt oder versteckt am Anfang so ihre Augen unter so einem Hut und hinter so einer Sonnenbrille. Und damit keiner erkennt, dass sie nämlich blaue Augen hat, was ein sicheres Zeichen dafür ist, dass sie eben von einem Ausländer gezeugt wurde. Und in der damaligen Zeit war das eben so ungewöhnlich. Und dass man in Japan gesagt hat, ja, das sind irgendwelche Dämonen oder sowas, wer jetzt blaue Augen hat. Und so wird sie eben schon als kleines Kind extrem gedisst und gebullied und sonst was alles. Und als dann ihre Mutter stirbt, ist sie auch allein auf sich gestellt, also in dem Dorf. Sie lebt halt, es wird mehrmals gesagt, dann wie so ein Hund und muss halt Abfälle fressen, um zu überleben, und wird halt von den anderen Kindern durchs Dorf getrieben mit Steinen. Und ja, aber wir sehen ja schon in der Zukunft, dass aus ihr eine gestandene Frau geworden ist, die übers Land zieht. Und diese Frau, Mizu, hat eine Mission. Sie will nämlich die 4 Personen ausfindig machen, die zu der Zeit in Japan waren. Es waren zu der Zeit 4 Weiße in Japan und einer davon müsste quasi ihr Vater gewesen sein. Und weil
weil sie annimmt, dass das auch nicht ganz freiwillig passiert ist, ihre Zeugung, will sie halt einfach Rache nehmen für die ganzen Qualen, die sie erleiden musste als Dämon, und sie will diese vier Männer ausfindig machen. Und das Ganze ist dann wirklich wie so eine Art Kill Bill-Rachegeschichte aufgezogen, aber es steckt wesentlich mehr noch dahinter, denn auf ihrem Weg begegnet sie natürlich vielen Personen auf ihre Quest, wenn man es mal so nennen möchte. Denn das Ganze ist fast so ein bisschen wie so eine, ja, wie so eine epische, legendäre Geschichte angelegt. Sie trifft dann so zum Beispiel so einen Koch in so einem Restaurant, dem sie hilft. Der ist so ein Nudelkoch, der begleitet sie dann auf ihrem Weg und hilft ihr immer, obwohl sie das gar nicht will. Und er ist aber immer zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Und dann hat sie auch noch ein paar Leute mit am Hals, die ihr ans Leder wollen, die ihr dann folgen. Und das Ganze in dieser ganzen Gemengelage der damaligen Zeit ist eine wirklich epische Geschichte, die hier erzählt wird, in einer extrem spannenden, toll erzählten Art und Weise. Also ich war so geplättet und ich habe es nur auf meinem iPad geschaut. Ich glaube, wenn ich zu Hause bin, schaue ich das nochmal auf meinem großen Fernseher. Das Ganze ist gedreht worden. Es ist jetzt kein reines Anime wie diese Miyazake, was jetzt gerade im Kino läuft, der Junge in der Reihe, sondern das ist so eine Mischung aus 2D- und 3D-Animationen, was dann zum Beispiel auch so diese ganzen, ja, wenn man so Hintergründe sieht, das wirkt halt alles sehr plastisch und sieht richtig gut aus. Und es ist von der Erzählart her auch nicht ganz so abgedreht wie manche japanische Produktionen, sondern so eine gesunde Mischung aus einer westlichen Erzählweise und der japanischen Kultur. Ich finde, hier wird sehr vorsichtig umgegangen mit der ganzen japanischen Kultur, die hier enthalten ist. Und das hat mich wirklich umgehauen. Ich kann es jedem nur ans Herz legen. Das ist eine absolute Perle, was Netflix hier im Angebot hat. Und weiß nicht, habt ihr schon mal reingeschaut? Oder wurde es euch schon mal empfohlen irgendwie bei Nein. Netflix? Nee. Nee, gar nicht. Nee, aber auch kein Interesse, oder? Ach, weiß Weiß noch nicht. nicht. Mal gucken. Vielleicht gucke ich mal die erste Folge an. Jetzt, ja, nachdem du so vorhin geschwärmt hast, kann man ja Och, mal. ich kann wirklich nur mit wärmsten Worten davon schwärmen. Es kommt sogar auch zum Beispiel die Musik, die auch bei Kill Bill mal in der Szene war, ist auch mit drin, und auch andere relativ moderne Musik ist mit drin. Also das ist nicht, wirkt nicht altbacken, wirkt sehr modern, und jede Folge endet mit so einem Cliffhanger, dass ich immer dachte, oh nee, jetzt will ich die nächste Folge noch gucken, die nächste Folge noch gucken. Und es ist so gut. Blue Eye Samurai. Also wenn ich Punkte geben müsste, ich weiß nicht, ich würde dann 9,5 geben. Es hat mich so umgehauen. Voll mein Ding. Ja, und ich freue mich, es ist ja schon verlängert für eine zweite Staffel. Mal sehen, was dann passieren wird. Ich will jetzt nicht spoilern oder so, weil ist mir noch nicht ganz klar, was dann wie und was, und ja. Aber gut. Mal schauen. Auf jeden Fall absolut umwerfend. Blue Eye Samurai. Jetzt ist mir auch völlig klar, warum alle davon schwärmen in allen möglichen Podcasts. Wo ich immer gedacht hatte, naja, wer weiß. Und jetzt hat es mich selber auch genauso umgehauen. Naja. Okay, Kate, erzähl mal was zu True Detective. Da gibt es, glaube ich, eine Folge, ne? Die hatte ich mir runtergeladen, die kann ich nicht gucken hier. Ja, es muss nur gerade im Hintergrund heulen, Kind, also nicht wundern. Genau, es gibt bis jetzt nur eine Folge, aber die fand ich schon extrem stark. Es gibt, das ist jetzt die vierte Staffel von True Detective. Die erste war der absolute Knaller, muss ich echt sagen. Die zweite und dritte hat ja dann an Energie verloren und war dann auch nicht mehr ganz so der Hit. Und muss auch sagen, ich habe die dritte gar nicht mehr geguckt. Und die vierte Staffel. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, aber ich glaube, sie greift ein kleines Thema aus der ersten Staffel auf. Zumindest habe ich so das Gefühl gehabt bei dem Trailer. Auf jeden Fall geht es um Jodie Foster, die spielt die Liz Danvers. Die muss zusammen mit einer Kollegin, Evangeline heißt die, gespielt von Kelly Race, ermitteln. Denn, also die leben in einer kleinen verschlafenen Stadt in Alaska. Und dort ist eine Forschungsstation. Und in dieser Forschungsstation verschwinden auf mysteriöse Weise 8 Wissenschaftler. Die sind einfach von jetzt auf nachher weg. Und es ist unklar, was mit denen passiert ist, wo die hin sind.
die Station sieht aus, als wären sie einfach aufgebrochen und weg gewesen, ohne Winterjacken, ohne alles, einfach, es ist alles da, nur die Wissenschaftler nicht mehr. Und es entwickelt sich dann ein bisschen, klar, ein bisschen Geschichte, wer sind die beiden Agentinnen oder Polizistinnen, wie gehören die zusammen und warum müssen die jetzt da zusammen? Also am Anfang ist halt wirklich erstmal noch so ein bisschen Kennenlerngeschichte und der Fall wird aufgebaut. Es ist noch nicht ganz klar, wohin die Reise geht, was mit den Leuten passiert ist, was ja auch gut ist. Wäre schade, wenn man es in der ersten Folge gleich rausfindet. Was aber klar ist, es hat so ein bisschen einen mystischen Effekt. Denn eine Bewohnerin dieser kleinen Stadt hat, sagen wir mal so, Vorahnungen, die sieht immer wieder mal ihren verstorbenen Mann im Schnee stehen und das bedeutet für sie immer irgendwie, irgendwas passiert und sie hat auch das Gefühl, sie muss ihm dann irgendwohin folgen. Also da ist so ein bisschen Mystik auch mit dabei, aber auf eine angenehme Weise, nicht auf so eine Art und Weise, wo du denkst, oh Gott, sondern eher auf eine interessante Weise, so hängt das wirklich miteinander zusammen, ist das Zufall, ist das einfach dieses Indianische, was auch so ein bisschen in Alaska ja durchkommt, dieses Native American Spirits und so, taucht es da auch so ein bisschen mit drin und ja, das bisher ist das, was ich weiß, also das ist aus der ersten Folge, eben, dass die verschwinden und dass Jodie Foster ermittelt und mir macht ehrlich gesagt, hat die erste Folge richtig Spaß gemacht, die ist richtig gut gewesen. Was das Ganze halt auch sehr authentisch macht, ist, dass die tatsächlich im Schnee gedreht haben, also es ist jetzt nicht Greenscreen oder sowas, die haben tatsächlich bei eisigen Temperaturen allerdings in Island gedreht, was einfach das einfach so echt wirken lässt. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Montag, also morgen kommt die neue Folge. Kommt jetzt jeden Montag eine neue Folge bei Sky. Und ja, mal schauen. Also ich kann es empfehlen. Also wer die erste Staffel mochte, die zweite und dritte dann nicht mehr so arg, sollte sich mal in die vierte reingucken, weil die nimmt wieder einen coolen Drive auf, so wie wir es von der ersten Staffel hatten. Sehr gut. Ja, Jodie Foster hat mich eh gereizt. Ich hätte es gern geguckt, aber danke Sky, ne? Also, läuft. Dafür bezahle ich doch gerne das viele Geld. Ja, dass man dann, wenn man im Urlaub sein iPad mit hat, dass man das nicht gucken darf, was man sich runtergeladen hat. Super. Ja. Ich kann es noch nicht mal löschen, um Platz zu machen. Ja. Das, habe ich mich auch schon öfter mal gefragt, warum das nicht geht. Aber betrifft nicht nur Sky, auch Paramount. Ja, Paramount auch. Geht auch nicht. Alles scheiße, sage ich euch. Ich habe noch einen ganz kleinen Tipp. Serientipp. Einen kleinen. Für alle Navy CIS-Fans, es gibt auf Paramount Plus jetzt einen neuen Ableger und es tut mir leid, ich muss ihn empfehlen, denn es ist NCIS Sydney, ein Australien-Ableger, wo die amerikanischen Behörden zusammen mit den australischen Behörden zusammenarbeiten müssen und ein neues NCIS-Team bilden. Ich fand die erste Folge super. Aber ich sehe das halt auch durch so eine kleine Australien-Brille. Aber es hat mir Spaß gemacht. Also ich mochte zum Beispiel, was ich jetzt zum Beispiel nicht so mochte, war diesen anderen Ableger, NCIS Hawaii, was weiß ich, keine Ahnung. Gibt es auf jeden Fall noch einen oder Los Angeles. Den fand ich nicht so toll. Aber die Sydney hat mir jetzt die erste Folge echt Spaß gemacht. Da kommt jeden Donnerstag eine neue Folge bei Paramount Plus. Genau, das nur. Ja, Paramount Plus geht auch nicht, ne? Ja. Das ist hier. Ach, das ist ein Drama, ey. Oh Mann. Aber, also man kann ja dann mal loben, was geht. Also Netflix, astrein und The Zone, astrein. The Zone hat mich verloren. Wunderbar geht das hier. Also das, so muss das sein. Ich meine, wenn ich dafür bezahle und ich habe ja die App dann damit auch autorisiert hier, warum geht's nicht? Egal. Ich habe noch was ganz vergessen bei Blue Eye Samurai. Also wenn ich meine warmen Worte noch nicht überzeugt haben. Die Original oder Voice Actor von diesen Figuren, da ist zum Beispiel einer ist George Takei, sagt euch das was? Captain Sulu aus Raumschiff Enterprise. Ein anderer, der Ringo, wird gesprochen von Masi Oka. Könnte der Kate was sagen?
bekannt aus Heroes. Der hat den Hiro Nakamura gespielt bei Heroes. Hier, Save the Cheerleader, cool. Save the World. Und Hawaii 5.0 ist er auch dabei. Und dann ist auch noch mit dabei Randall Park. Der hat den Jimmy Woo bei WandaVision und bei Ant-Man gespielt und so weiter. Und ich glaube, bei, war das Hey Mann, wo ist mein Auto? Oder hier, We Go to White Jimmy Castle? Ich weiß gar nicht mehr. Und natürlich auch Kenneth Branagh, gestandener Schauspieler. Ne? Also die hätten sich auch alle nicht da zusammengefunden, wenn das irgendwie ein Mist wäre. Ne? Also das ist wirklich im Original richtig hoch besetzt, die ganze Synchronriege. Ne? Ich habe es natürlich aber auf Deutsch geguckt, aber selbst auf Deutsch war das top. Ja, gut. Dann kommen wir zu den Musiktipps. Da muss ich mal schauen, wie ich die nachher überhaupt da drauf packe. Ja, toll, Erik. Musiktipps. Kriege ich hin. Ich habe ja am Handy, habe ich ja Spotify. Music. Kann ich das draufpacken? Ja. Kate, was packst du denn drauf? Ist ja überraschend ich heute. Ich habe jetzt schon so lange nichts mehr von Taylor Swift draufgesetzt. Also bitte. Ist ja Ruhe. Schon fast alles drauf. Das liegt ja daran, Nein. dass schon alles drauf ist. Nein. Ich schmeiß diesmal Illicit Affairs drauf. Das Song ist einfach geil. Sorry. Okay. Oh, was muss ich da sehen? Dodokai hat einen Song, oder? Ja, Elektrokowski und Dodokai. Elektrokowski hat tatsächlich schon ein paar Songs gemacht mit Dodokai. Und diesmal ist es okay. Abnormaler Dancer. Kannst nur empfehlen, ich find's mega witzig. Nicht gibt's viel Text, auf, aber... Gibt's das auf Spotify oder ist ja, das irgendwie auf YouTube oder so? Ja, natürlich gibt's Spotify. Sag mal, jetzt, ob ich Sachen raussuche, die man hier nicht auf Spotify auf die Playlist setzen kann. Also... Ja, abnormaler genau. Dancer, Elektrokowski. Packe ich das nachher mit drauf, das ist schon mhm. cool. Und ich packe was drauf, das habe ich bei, wie heißt The Morning Show, kam der Song, ein Coversong, nämlich von Bruce Springsteens Dancing in the Dark. Eine Version von Biz Coletti lief da in einer sehr schönen Szene. Den packe ich mal drauf. Ich hoffe, den gibt's. Ich habe noch nicht nachgeguckt. alles etwas hemdsärmlich gerade. Mich so, oh, ja, ist es drauf. Aber wird's ja, schon mein geben. Tipp ist übrigens nicht, ey, was ist wird's mit dir schon los, geben. Ey, also. Wird's schon geben. Wird's schon geben. Da ist er schon. Ist es da, ja, gibt's. Und ist jetzt Frage. In diesem Moment auch drauf, ja. Ich habe noch eine Frage. Ja. Bei ja. Sonstiges steht eigentlich noch was drin, machen wir das nicht? Ach, stimmt. Warte mal hin und her scrollen. Wir hatten einen Kommentar bekommen bei der zur vorletzten Sendung, war das zu Home Sweet Home von dem Max. Da hattest du, Kate, du hattest da diese Electric Dreams Serie empfohlen. Ja. Und ich hatte, glaube ich, da währenddessen festgestellt, dass es da auch einen Film gab, der zwar relativ schlecht bewertet war. Und er hat geschrieben, den Film, weil ich hatte, glaube ich, geguckt, ob man den irgendwo streamen kann. Den gab es, glaube ich, nirgendwo so richtig, außer bei Plex, aber auch nur in der englischen Version. Und er hat da was entdeckt, den gibt es als Blu-ray, sogar in allen möglichen Sprachversionen. Hat den Link auch gepostet. Den Link kann man nicht klicken im Kommentar, weil das ist geblockt, damit da keiner irgendwie Spam reinpostet. Aber ihr könnt den ja rauskopieren und dann einfach mal oben in die Browserzeile reinschmeißen. Dann kommt ihr zu dem Ergebnis. Und ich habe ihn auch gefragt, ob er den zufällig hat, weil er das so gleich wusste. Aber er meinte, nee, aber der hat da schon ein paar andere Sachen gekauft. Und da gab es ganz gute Blu-rays und so von Wicked Vision heißt irgendwie der Verleiher oder der Hersteller von diesen Blu-rays. Aber ich weiß nicht, ob ich habe geguckt, das war glaube ich knapp 30 Euro, die Blu-ray, die es da gab, weil es wahrscheinlich doch etwas seltener ist und wahrscheinlich eine kleinere Auflage. Dafür, dass der Film so schlecht bewertet ist bei IMDb, weiß ich nicht, ob ich das ausgebe. Vielleicht gucke ich erstmal die Streaming-Version, die es kostenlos bei Plex gibt und werde dann entscheiden, ob ich mir den tatsächlich auf Blu-ray hole. Ich habe da noch so meine Befürchtung. Reizt dich das, Kate, den Nö. Film zu gucken? Nee. Nein. Na gut. Okay, dann sind wir durch für heute, denke ich mal. Ja, falls die Audioqualität ein bisschen anders war und keine, oder wir haben ja Trenner gehabt, ja, aber ja, falls es irgendwie anders war heute, ja, müsst ihr jetzt die nächsten zwei Male auf jeden Fall damit leben. Dieses und nächstes Mal, nicht die nächsten, oder nächstes, wie lange bist denn du weg, um Gottes Willen? Ja, die zwei Male jetzt, also dieses Mal und nächstes Mal, zwei Male, genau. Genau, und dann bin ich gespannt, was der Chris in der Sneak da bekommt und ich gucke mal, ob ich hier dann auch noch irgendwie schaffe, irgendwas zu schauen. Vielleicht irgendeinen malaiischen Film oder so. Mal gucken, was es hier so gibt.
falls es hier was auf Englisch zu gucken gibt. Ansonsten, ja, folgt mir auf Instagram, da poste ich ein bisschen was. Ich habe gestern schon meinen ersten Tag gepostet und ansonsten euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr bis gerne. Bald, tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis bald im Kinocast.